wir fangen mal an. Was ein bisschen irritierend ist, ist, dass man sich selber jetzt hier in dem Rechner nicht sieht. Das heißt, ich hoffe, ich bin sichtbar im Zoom-Raum. Mein Name ist Sebastian Fehlken. Ich begrüße alle Zusehenden da zu Hause. Und natürlich auch hier unsere Community an wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und Interessierten, die sich zusammengefunden haben zum Auftakttreffen einer Vorlesungsreihe, die heute beginnt. Vom technischen Setup zum Glück schon funktioniert und die inhaltlich entfällt so ein bisschen ins Haus des DSM holen möchte, das international in den letzten Jahren ganz produktiv ausgebildet wurde und ganz schöne Verdichtungen erfahren hat und das unter Begriffen noch wie Ocean Humanities oder Blue Humanities. Wir als Deutsches Schifffahrtsmuseum haben uns gedacht, da sollten wir auf jeden Fall eine Rolle spielen in diesem Diskurs und wollen versuchen, hier mit einer Funktion, die wir haben zwischen Öffentlichkeit, zwischen maritimen naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten und kulturwissenschaftlichen historischen Forschungen, genau diese Schnittstelle vielleicht anzubieten und in dieser Vorlesungsreihe Expertisen zu sammeln, neue Netzwerke aufzubauen, bestehende Netzwerke aufzufrischen und gemeinsam sich diesem Forschungsfeld zu widmen und dort auch vielleicht genuin eine weitere Verdichtung herstellen zu können, die dem international laufenden Diskurs vielleicht noch eine spezifische regionale, überregionale aus unseren jeweiligen Wissenschaften, hier aus der deutschen Wissenschaft oder aus dem Sprachraum, vielleicht dann auch nochmal als nicht so sehr maritime Nation oder darüber definierte Nation ganz genuine Stichworte liefern kann. Vielleicht auch nicht, aber das ist das, was wir als experimentelles Format hier probieren wollen. Wenn Sie den Weg hierhin gefunden haben oder ihr den Weg hierher gefunden habt, habt ihr das Programm der Vorlesungsreihe wahrscheinlich so ein bisschen studieren können. Ich möchte jetzt zum Übergreifen, wer alles noch kommen wird, möchte ich heute gar nicht so viel sagen. Wir machen das quasi thematisch divers. Wir legen es an als ein Langzeitformat, was nicht nur dieses Semester laufen soll, sondern uns hoffentlich über die nächsten Jahre begleiten kann. Und wir versuchen sowohl die Vorlesung geöffnet zu halten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem deutschen Sprachraum, dann auch mit vielleicht genuinen Projekten, die wir jetzt gar nicht ins Englische übertragen müssen wollen, und aber natürlich auch englischsprachigen Vorträgen, die wir dann auf internationaler Ebene mit internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die wir einladen, natürlich dann auch als solche präsentieren. Also ein gemischtes Format, immer wieder anders, immer wieder thematisch auch anders gelagert und dann etwas vielleicht oder hoffentlich, was durch die Diskussionen, durch die gemeinsamen sich aufbauende Expertise, durch Rückkopplung, die wir dann hoffentlich irgendwann auch in Form von Publikationen natürlich anstreben und diese Verdichtung, von denen ich sprach, die wir dann vielleicht auch verschriftlichen wollen, ab irgendeinem Zeitpunkt mal ein sehr produktives und zugleich doch auch spielerisches Format bleiben darf. Also offen für vielfältige Perspektiven. Das ist etwas, was uns ganz wichtig ist und vor allem jetzt für den Anfang natürlich ganz wichtig ist. Den Anfang macht für uns heute Henning Trüber, der vom Zentrum für Literaturforschung vom ZFL in Berlin zu uns gekommen ist, auch ein Leibniz-Forschungsinstitut seit einigen Jahren, relativ frisch dabei, nicht so gut abgehangen wie das DSM, das ist aus den 70er Jahren oder 80er Jahren, dann ist es Leibniz geworden Forschungsmuseum geworden. Also auf jeden Fall ein Kollege, ein Leibniz-Kollege, der den Auftrag machen wird. Henning ist stellvertretender Direktor des ZFL und co-leitet den Programmbereich Theoriegeschichte und hat am ZFL seit 2020 ein ERC-Projekt, das ist ein Consolidators Grant mit dem Namen Archipelagische Imperative, Schiffbruch und Lebensrettung in europäischen Gesellschaften seit 1800. Das ist auch so ein bisschen das Thema, für das du stehst, nicht nur dem Projekt, es gab schon ein Vorgängerprojekt, was sich mit dem Bereich Schiffbruch und Seenotrettung beschäftigt hat. Und man sieht es in den Publikationen natürlich auch sehr stark in die Richtung gehend gerade. Aber wo kommst du her? Du kommst aus der Geschichtswissenschaft,
Studium mittlere und neuere Geschichte, Philosophie, deutsche Philologie in Göttingen, Berlin und Gent. Und da fängt er schon an mit der Internationalität auch, ne, schon im frühen Stadium. Also im Studium schon Doktorat, dann in Florenz am Europäischen Hochschulinstitut. Dann warst du ein Jahr am IAS in Princeton. Du warst an der TU Berlin, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Wissenschaftsgeschichte. 2016 bis 2019 Helsinki Collegium for Advanced Studies. Das ist das zweite Advanced Studies Institut. Habilitation Universität Zürich in 2018. Und genau, dann kam das erste Forschungsprojekt Humanitäre Imperative, Lebensrettung aus Seenot und Schiffbruch im modernen Europa, was in die Richtung, ne, Maritimes ging. Arbeitsschwerpunkte, Kulturgeschichte, Wissensgeschichte, Geschichtstheorie, Historiografie, Seenotrettung natürlich, Geschichte humanitärer Bewegung, was natürlich auch ein sehr stark im Maritimen diskutiertes oder in maritimen Kulturen diskutiertes Thema ist. Großes Forschungsfeld, was noch dazu kommt, Geschichte der Philologie und des Orientalismus, wo du mir im Vorgespräch gesagt hast, dass das natürlich auch, ne, was den globalen Aspekt oder global-geschichtlichen Aspekt anbetrifft, ein großer, ja, Öffner in Bezug auch auf maritime Kulturen, die natürlich da auch eine Rolle spielen, aber der Bezug zum Orientalismus oder also den globalen Räumen überhaupt, da natürlich vielleicht auch der ältere oder größere Diskurs oder sagen wir mal wirkmächtigere Diskurs war und das Maritime sozusagen dann ein Anschlussthema ist, was man sehr schön finden kann. Publikationen gemeinsam mit Divya Chakravarti in dem Zusammenhang auch. Ich möchte jetzt gar nicht auf alle Details eingehen. Ich nenne drei Aufsätze vielleicht, die sich mit dem Maritimen beschäftigen. Das orientalistische Feld quasi kann man nachlesen. Ist auch sehr schön auf der ZFL-Seite zusammengefasst alles. Die tollen Aufsätze und Publikationen, die es dazu gibt, Monographien natürlich auch zum Orientalismus. Aufsätze allerdings, Insel und Archipel, oder Insel und Archipel, 2022 erschienen. Dann ein Aufsatz Rettung der Toten vor dem Vergessen über Historisierung und Humanismus und Death and Death on History, Humanitarianism and Mortuary Culture auf Englisch auch erschienen. Es ist aber auch so, dass man eine Publikation findet, die zeigt, dass du nicht nur im maritimen Bereich an Crashes und anderem interessiert bist. Es gibt auch einen Aufsatz, der da heißt Ikonologisches zum Verkehrsunfall und woanders stattfindet, nämlich in einem Sammelband zusammengefasst ist im Fuhrpark der Literatur kulturelle Imagination des Automobils. Also Katastrophen- und Crash-Experte in verschiedenen Bereichen. Einige Sachen sind noch im Erscheinen, was maritime Kontexte angeht. Wie gesagt, ich möchte gar nicht mehr der Vorrede jetzt hier widmen, sondern dich endlich zu Wort kommen lassen. Henny Flüper, ganz herzlichen Dank, dass du dabei bist und genau uns die Eröffnung präsentieren wirst hier in unserer Themenreihe. Und herzlich willkommen. Und ich setze mich mal jetzt ins Publikum und übergebe den Platz hier am Boden. Ja, also herzlichen Dank, Sebastian, für die freundliche Einführung. Und ich freue mich auch sehr, hier sein zu können. Das ist tatsächlich, habe ich jetzt gerade überlegt, das erste Mal, dass ich in meinem Heimatbundesland einen Vortrag halte. Überhaupt einen Vortrag. Oder ja. Juhi. Ich möchte jetzt gar nicht wahnsinnig viel an Captationis Benevolentia loslassen, aber vielleicht doch so ein paar Bemerkungen dazu. Also ich habe versucht, mich anzuschließen, ein bisschen an dieser Themenstellung der maritimen Geisteswissenschaften, sagen wir mal, und deswegen ist das jetzt so mit den Räumen da und das ist ein Thema, wo ich aber hoffe, vielleicht aus der Diskussion auch mehr zu lernen, als ich eigentlich vortrage. Ich möchte von einer eigentlich fast lettischen historischen Frage ausgehen, die die Gründung von nationalen Seenotrettungsgesellschaften im frühen 19. Jahrhundert betrifft. Das ist die Frage, wer denn nun eigentlich Priorität hat, die Briten oder die Niederländer? Die britische Seenotrettungsgesellschaft, die heute noch besteht, die Royal National Lifeboat Institution, ist im Jahr 1824 im März gegründet worden. In den Niederlanden sind zwei Gesellschaften gegründet worden, im selben Jahr, im November, die eine in Amsterdam, die andere in Rotterdam. Und liegt es irgendwie sehr nahe zu denken, die Niederländer hätten den englischen Impuls aufgenommen. Und der erste Zeuge dafür ist der niederländische König Wilhelm I., der bereits im Januar und Februar 1825 versucht, diese beiden Gesellschaften dazu zu überreden, dass sie sich vereinigen.
da sie ja offensichtlich nach dem britischen Vorbild gegründet worden seien, müsste man noch ein nationales Rettungswerk und so weiter herstellen. Aber beide Gesellschaften lehnen diese Vereinigung ab und in diesem Kontext scheint es irgendwie so, als hätten sie von der britischen Initiative wenig mitbekommen. Das heißt, diese naive Vorstellung, dass es ein einfacher Kulturtransfer ist, sozusagen, ist offensichtlich nicht korrekt. Und was tatsächlich vorliegt, ist eben ein komplexer Raum, wenn man so will, von Kulturtransfers in diesem spezifischen, sagen wir mal, binnenmeerischen Bereich. Und das eröffnet eben verschiedene, finde ich, ganz interessante Aspekte, wie man mit dieser Frage nach dem Raum umgehen kann im Zusammenhang dieser Geschichte der humanitären Bewegung zur See und überhaupt. Es ist eben so eine Komplexität und Wechselseitigkeit und Vielzahl von Transfers, die da stattfinden und die einen speziellen Raum um eine partikulare kulturelle Praxis herum erzeugen. Und diese Praxis betrifft normative Ordnung, es geht also nicht primär um Ordnung durch politische und militärische Macht oder um Ordnung durch ökonomische Prozesse oder durch technologische Instrumente oder auch nur durch kulturelle Imaginarien, sondern es geht um spezifische Formen von Handeln, das in Sprachspiele, wenn man so möchte, eingefügt ist, in denen eben moralische Werte vorkommen, sowas wie gut und schlecht. Das ist eine spezifische Wertsprache, wenn man so möchte, und zugleich eben auch das Sollen irgendwie eine starke Rolle spielt. Und also mehr sage ich zur Bestimmung von Moral nicht. Also es geht eigentlich auch nur darum, dass das Moral irgendwie als historisches Thema greifbar bleiben soll, also möglichst wenig sozusagen moralphilosophische Festlegungen erfahren sollte in dieser Perspektive. Zweitens geht es aber auch um das Verhältnis von Moral und Recht, denn Normativität verteilt sich eben über unterschiedliche kulturelle Systeme, wenn man so möchte. Das ist also so ein bisschen das Spektrum, um das es hierbei heute gehen soll. Zur Gliederung dieses Vortrags kurz, also der erste Teil ist die Einleitung, da bin ich jetzt sozusagen in der Mitte der Einleitung angekommen. Es folgt ein Teil über Humanitarismus, was das eigentlich heißen soll und das Problem der Kulturgeschichte des Moralischen in diesem Zusammenhang. Ein weiterer Teil, der nochmal auf die Entstehungsgeschichten dieser See- und Rettungsgesellschaften eingeht. Ein weiterer Teil über diese Problematik der Räume, der Raumordnung. Und was uns das sozusagen in einer weiteren historischen Perspektive lehrt. Ein fünfter Teil über die Geschichte der Rechtsgeschichte der Lebensrettung. Und schließlich, wenn ich dazu noch komme, einen Ausblick auf die Gegenwart, die bei diesem Thema natürlich immer eine große Rolle spielt, obwohl jetzt die Perspektive erstmal irgendwie rein historisch ist. Vielleicht vorweg auch noch eine Bemerkung zu der Frage, warum jetzt dieser spezifische Seeraum zwischen Großbritannien und den Niederlanden, also sagen wir mal so südliche Nordsee, Ärmelkanal, diese Gegend, dafür so eine besondere Rolle spielen. Es ist so, dass es in der Literatur zur Geschichte der Seenotrettung eine Art wandernde Topos gibt über die Frage, ob es sich nicht eigentlich um einen Kulturtransfer aus China handelt. Denn tatsächlich gibt es in China ältere Lebensrettungsgesellschaften als in Europa. Aber dieser Topos hat ein entschiedenes Evidenzproblem. Es lässt sich nicht nachweisen, dass die europäischen Gründer dieser Gesellschaften davon wirklich Kenntnis hatten. Und wenn sie diese Kenntnis hatten, dann haben sie diese Kenntnis sozusagen unterdrückt und nicht mobilisiert in diesem Prozess. Also das ist irgendwie nicht sehr wichtig für sie. Der Topos geht zurück. Es geht eigentlich zurück auf die in den 1830er und 40er Jahren aktive, ich liste hier mal so einige dieser Gesellschaften auf, ich gehe darauf jetzt im Einzelnen nicht ein, also das ist die letzte dieser hier genannten Gesellschaften, für die das relevant ist, wo das aufkommt, das ist diese sogenannte Société Générale Internationale de Naufrage, gegründet von einem gewissen Comte God de Liancourt, also man stört schon bei dem Namen so ein bisschen. Und das ist eine sehr eigenartige und windige Figur, der eben behauptete, eine internationale Seenotrettungsgesellschaft gegründet zu haben, die auch sehr viel publizistische Tätigkeit entfaltet in dieser Zeit. Da gibt es also eine Zeitschrift oder sowas, also Jahresberichte, die erscheinen, und es wird viel Geld eingeworben. Und es gibt erstaunlich viele Behauptungen über die Gründung von Rettungsstationen an sehr vielen Orten weltweit, für die Evidenz also generell relativ dürftig ist. Diese Gesellschaft endet damit, dass der Gründer mit der verbleibenden Kasse sich nach Großbritannien absetzt. Das heißt, das ist also ein Fall von
mal humanitärer Betrügerei auf eine gewisse Weise. Und das ist ein Thema, das man auch ziemlich interessant und unterhaltsam entwickeln könnte, den Zusammenhang von Humanitarismus und eben dieser Art von Betrug, aber das lasse ich heute mal beiseite. Das ist nur so nebenbei bemerkt. Es ist auch so, dass es eben einige unterschiedliche strukturelle Merkmale zwischen den europäischen und den chinesischen Rettungsgesellschaften gibt, wobei ich eben auch gern mehr dazu lerne. Aber es scheint so zu sein, dass in den europäischen Gesellschaften eben sehr stark eine Trennung von Rettung und Bergung, also Lebensrettung auf der einen Seite und Bergung von Gütern auf der anderen Seite oder von Schiffen, etabliert wird. Und dass das für deren Selbstverständnis sehr wichtig ist, was für diese chinesischen Gesellschaften, soweit man sie historisch einfach greifen kann. Es gibt aus dem 19. Jahrhundert dazu Literatur, aber europäische Literatur. Es gibt sicher auch chinesische Quellen, die sich mir nicht erschließen. Da ist es strukturell offensichtlich anders. Also das sind Gesellschaften, bei denen klar ist, dass man sowohl rettet als auch birgt. Das sind auch Gesellschaften, die an den Flussläufen bestehen, als an der Küste an anscheinend. Also das ist strukturell so ein bisschen unterschiedlich. Und es ist so, dass diese Trennbarkeit von Rettung und Bergung, die für die europäische Geschichte Seenotrettung sehr wichtig ist, eine Angelegenheit ist, die eigentlich vor allen Dingen ein küstenräumliches Problem ist. Das ist irgendwie voraussetzt, dass man sich im Küstenbereich aufhält. Denn so wie das Bergungswesen durch die technischen Innovationen zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts eben sich auf den Hochseebereich ausweitet, sieht man auch, dass die Bergungsunternehmen selbstverständlich auch wieder Lebensrettung betreiben. Also da gibt es dann irgendwie keine Trennung mehr. Also diese Trennung, das hat sozusagen so eine historische Periode im 19. Jahrhundert, wenn man so will. Und eben so eine spezifische räumliche Signatur, die irgendwie interessant ist und auch wichtig für diese Sachen. So. Zum Begriff des Humanitarismus. Ich will einfach einige Kennzeichen auflisten, die mir wichtig scheinen. Das erste ist, es geht zunächst mal um moralische Imperative der Hilfeleistung, die irgendwie etabliert werden. Es sind irgendwie kollektiv akzeptierte Imperative. Es sind zweitens Imperative, die eine Distanzüberwindung behaupten, nach Luc Boltanski. Distanz nicht allein im räumlichen Sinn, sondern zum Beispiel auch im sozialen Sinn oder in verschiedenen anderen Arten und Weisen. Also es gibt so ein Spiel zwischen Metapher, wenn man so will, und physischem Raum innerhalb dieses Begriffs, die irgendwie wichtig ist. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Räume überwunden werden. Also in der Seenotrettung ist die Distanzüberwindung klarerweise die zwischen dem Wrack und der Küste typischerweise. In der klassischen Situation Schiffbruch mit Zuschauer ist das Wrack keineswegs weit entfernt, aber es ist eben nicht zu erreichen, also ohne technische Hilfsmittel. Drittes Merkmal ist, dass humanitäre Bewegungen nicht primär religiös motiviert sind. Und es ist relativ wichtig dafür, relativ markant, dass es so eine Abkehr von der innergemeinschaftlichen, karitativen Fürsorge ist, die historisch vor allen Dingen als religiöse Praxis verstanden wurde. Also auch wieder hier in der Seenotrettung sieht man stark die universalistischen Imperative, man rettet ohne Rücksicht darauf, ob jemand zu einer Gemeinschaft gehört oder nicht. Viertens, die Frage der Distanz ist auch immer eine Frage der Zeitbestimmung, denn die Distanz ist vorher unüberbrückbar und wird jetzt überbrückbar gemacht. Also es ist so eine Zeitlichkeit, die hier etabliert wird, wo ganz stark auf die Umkehr gesetzt wird in diesem Gründungsmoment der humanitären Bewegung. Jetzt haben wir erkannt, dass die vorherige Praxis falsch war und dass wir die Dinge ändern können. Und es geht in der Folge dann darum, dass dieses Muster der Umkehr im Nachhinein verstetigt wird. Also das soll auf ewig gestellt werden. Also diese Frage wenn man so will, Keros, ja, also dem Moment der guten Gelegenheit und dann der Verstetigung, die darauf folgen soll. Also ja, so ein Aspekt der spezifischen Zeitlichkeit, der auch eine spezifische Historizität begründet in humanitären Bewegungen, die häufig ihre Spenden durch historische Tätigkeitsnachweise, wenn man so will, einwerben. Das ist auch in der Seenotrettung wiederum sehr stark zu beobachten. Sie sind früh dabei, dass sie eben eine historische Literatur über sich selber produzieren,
die auch bis heute die dominante Literatur dazu ist. Es gibt tatsächlich sehr wenig akademische Forschung dazu und eben relativ viel Literatur aus diesen Gesellschaften selber, die eben dann bestimmte funktionale Zwecke erfüllt. Der fünfte Punkt, jede humanitäre Bewegung bricht mit einer bislang für selbstverständlich gehaltenen, aber eben plötzlich als defizitär erkannten Praxis. Etwa im Seenotfall, man hat vor dem eine Kultur der, sagen wir mal, opportunistischen Hilfeleistung, also das heißt, es werden durchaus Menschen gerettet, aber das geschieht eben dann, wenn diese Rettung entweder machbar ist, einfach sich anbietet, weil man es relativ gefahrlos machen kann, oder aber in sozusagen spontanen Ausbrüchen von individuellem Heroismus, dem man zwar applaudieren kann, den man aber nicht für moralisch geboten hält. Also es gibt auch eine Lizenz zum Nicht-Eingreifen. Und was eben geschieht in der humanitären Bewegung, ist, dass diese Lizenz zum Nicht-Eingreifen entzogen wird. Es gibt dann eben auch einen ziemlich starken Diskurs über das sogenannte Strandrecht, das ist wahrscheinlich allseitig vertraut, wo man dann gesagt hat, ja, die Küstenbevölkerung hilft den Schiffbrüchigen nicht, weil sie eben daran interessiert ist, vor dem Wrack zu profitieren. Also eben diese Art von ökonomischer Lage, die dann mit dem moralischen Motiv in Konkurrenz tritt, das ist eben sehr typisch. Es wird etabliert ein neuer Imperativ der unbedingten Rettungsbemühung bis hin zum Selbstopfer. Also es ist relativ ungewöhnlich eigentlich auch für die Zeit, dass das so in einem zivilen Kontext von jemandem verlangt wird. Man soll sozusagen sein eigenes Leben in Gefahr bringen und es gegebenenfalls auch abgeben zur Rettung des Lebens anderer Personen. Ich schlage für dieses Phänomen die Form humanitärer Bruch vor. Nach dem Vorbild von Gaston Bachelards Konzeption des epistemologischen Bruchs, das ist ein Bruch in der Art und Weise, wie wissenschaftliches Wissen entsteht, nämlich in einer sozusagen Negation, wie er sagt, von alltäglichem Wissen, also einer fast aggressiven Demontage von bisherigen Fürwahrheiten, wenn man so möchte. Und sowas gibt es eben offenbar auch in der moralischen Praxis. Es gibt eben eine alltägliche moralische Praxis, die Praxis der opportunistischen Hilfeleistung, die hier ersetzt wird durch eine Art unbedingten Imperativ der Rettung. Hübsches Beispiel, es gibt in der Kritik der praktischen Vernunft von Kant eine Seitenbemerkung über den neuerdings in Mode gekommenen Beispielfall der Rettung aus dem Schiffbruch, den man allseits für heroisch hält, von dem Kant aber denkt, dass das keineswegs so moralisch rein und geboten sein kann, weil man ja doch offensichtlich hier die Pflichten, die man gegen sich selbst hat, vernachlässigt. Ja, also Kant hält das keineswegs für ein unbedingtes Gebot, dass man sein eigenes Leben riskiert, um andere Menschen zu retten. Diese Art von moralischen Gebot tritt dann aber im 19. Jahrhundert in einer Art von Selbstverständlichkeit ein, die sie eben in den 1780er Jahren offensichtlich noch nicht hatte, jedenfalls nicht für Kant. Was auch verschwindet, ist, wenn man Blumenberg folgt, die Vorstellung, dass es eine moralische Wertschätzung der Distanznahme des Subjekts gegenüber dem unabänderlichen Leiden in der Welt gibt. Ja, also das ist eine Sache, die Blumenberg sehr deutlich darstellt in seinem Schiffgruppenzuschauer, diese Vorstellung, dass es eigentlich etwas Lobenswertes ist, wenn man davon nicht affiziert wird von diesem Leiden. Ja, das verschwindet, stattdessen wird davon ausgegangen, dass die Notsituation zuletzt geteilt ist. Es gibt keine wirkliche Unterscheidung in der Welt, es gibt keine Distanzen, die unüberbrückbar sind, wenn man so möchte. Und deswegen ist das Engagement geboten, wenn man so möchte. Und schließlich der sechste Punkt dazu. Weil humanitäre Bewegungen mit einer vergangenen Praxis brechen müssen, müssen sie eine solche Praxis erstmal auch als solche definieren können. Ja, das ist gar nicht so trivial. Deswegen sind diese humanitären Bewegungen immer an Einzelanliegen gebunden. Also sowas eben wie die Seenotrettung, die sich anschließt an, aber keineswegs davon abhängt, von der Rettung vor Ertrinken, die etwas älter ist, seit 1767 in Amsterdam, gibt es diese Lebensrettungsbewegung. Aber es ist nicht so, dass die eine aus der anderen vorgeht, sondern sie sind irgendwie benachbart und haben Kontakte. Man kann sehen, dass die Netzwerke, die diese Gesellschaften gründen, sich überlappen. Das ist kein großes Problem.
Man sieht zum Beispiel dieselben Leute, die die Seenotrettung begründen, im selben Jahr, 1924, auch in der ersten Tierschutzbewegung in Großbritannien auftauchen. Und natürlich die älteste der humanitären Bewegungen ist die Antisklavereibewegung, die abolitionistische Bewegung, die eben interessant ist in ihrer Verbindung mit der Seenotrettungsbewegung auch, weil auch da wiederum in Großbritannien, das ist dasselbe Milieu, man sieht im selben Raum dieselben Personen. Nur interessanterweise ist es nicht so, dass das eben geschlossene Milieus bildet, in dem Sinn, dass die an diesen Bewegungen hängen, sondern das ist einfach ein Oberschichtmilieu, das verschiedene Bewegungen spielt. Ja? Und man sieht also, dass zum Beispiel einer der größten Förderer der Seenotrettung, der hier rechts abgebildete George Hibbert gewesen ist, der als Anti-Abolitionist aufgetreten war, der größten Plantagebesitzer dieser Zeit und auch größten Sklavenhalter, der eben zentraler Förderer des Seenotrettungswesens gewesen ist. Der befindet sich aber im selben Raum wie der Erzabolitionist wie William Wilberforce. Also da gibt es keine Konflikte in dieser Hinsicht, sondern man kann sich für diese unterschiedlichen Anliegen engagieren. Und ja, das sind einfach unterschiedliche Dinge. Ne? Also das demonstriert so ein bisschen diesen Aspekt mit den Einzelanliegen. Da kommt es doch. Ja, also zur Gründungsgeschichte dieser ältesten europäischen Seenotrettungsgesellschaften, sogenannten. Die Standardversion der Entstehung der später sogenannten Royal National Lifeboat Institution ist diese. Es gibt ein isoliertes Pamphlet im Jahr 1823 von einem gewissen William Hillary, ein Schuldflüchtling auf der Isle of Man, also ein weiterer humanitärer Bankrotteur und beinahe Betrüger. Dieses Pamphlet spricht zugunsten der Errichtung eines nationalen Systems für Rettungsboot- und Rettungsnauserstationen an der gesamten britischen Küste. Und das führt dann zur Gründung dieser Rettungsgesellschaft, tatsächlich ohne seine aktive Beteiligung, in London im März 1824. Im Gründungsumfeld dieser Gesellschaft ist eben die Beteiligung sogenannter höchster Kreise sehr auffällig. Es ist sehr viel Hochadel, sehr viele von den prominentesten Kaufleuten dieser Zeit. Und das Marinemilieu im hohen Offizierskorps sind da sehr stark vertreten. Auffällig, wie gesagt, dieser Punkt, dass sowohl die Abolitionisten anwesend sind, als auch ihre Gegner, das habe ich schon bemerkt. Die Gesellschaft zielt auf eine umfangreiche Patronage und Unterstützung im Adel und bei Hof und richtet sich in gewisser Weise vor allen Dingen an eine höfische Öffentlichkeit, könnte man sagen. Also das ist tatsächlich noch recht vormodern. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man in der nationalen Zeitungsöffentlichkeit, die auch schon besteht, große Wirkung erzeugt, sondern es geht wirklich um diese Kreise, um die Regierung herum. Ja, und das betrifft dann eben auch den Hof in Großbritannien zu dieser Zeit. Das Pamphlet wurde zunächst eben über den Buchhandel vertrieben und hat den Charakter einer Denkschrift, die eben auch an die Regierung gerichtet ist. Das Ziel ursprünglich des Pamphlets ist, dass die Marine das übernehmen soll, nachdem die Zivilgesellschaft das in gewisser Weise getragen hat. In den Niederlanden hingegen ist die städtische Zeitungsöffentlichkeit entscheidend. Da gibt es nur knappe Gründungsaufrufe in der Presse und dann ist irgendwie offenbar die Netzwerkstruktur so dicht, dass es ausreicht, um diese Gesellschaften ins Leben zu rufen, sowohl in Amsterdam als auch in Rotterdam. Und der Anlass für beide Gründungen ist ein Schiffsunglück im Oktober 1824 an der Nordspitze von Holland bei Den Helder. Ich weiß nicht, ob man das auf dieser Karte erkennen kann. Ich zeige eine historische Karte wegen der starken Küstenveränderungen in den Niederlanden. Das sieht heute alles sehr anders aus, bekanntlich. Dieses Unglück bestand darin, dass also eben freiwillige Retter zu einem Schiff hinausfuhren und der erste Rettungsversuch eben erfolgreich war. Sie brachten also Leute zurück ans Ufer und dann fuhren sie nochmal raus in den Restzone und dabei sind sie dann eben gekentert und ertrunken. Und das führt eben zur Gründung dieser Rettungsgesellschaft. Das Amsterdam-Projekt betrifft zunächst mal, das ist das erste dieser Projekte, das ist, ich glaube, 7. November und das andere folgt dann zwei Wochen später. Das Amsterdamer Projekt betrifft tatsächlich nur die Einfahrt nach Amsterdam, deswegen auch die Karte, damit man das mal kurz nachvollziehen kann. Es geht eigentlich darum, dass man von Hoek van Holland die Gegend, also die gesamte nordholländische Küste abdecken will und dann eben die Westküste der Zuiderzee, also eben die Einfahrt nach Amsterdam.
die in der Tat auch nautisch, sagen wir mal, anspruchsvoll ist zu dieser Zeit. Also es ist also eine Westküste, die halt immer die Lee-Küste ist und so weiter. Also mit den Seegängen ist das irgendwie schwierig und so weiter. Man hat Probleme. Und die Rotterdamer fühlen sich natürlich dadurch sozusagen provoziert, weil es ihren Provenzhafen sozusagen nicht betrifft. Und sie gründen also eine Gesellschaft, die wiederum die Anfahrt nach Rotterdam sichern soll, nämlich also diese Delta-Küste, die man hier unten im Ausschnitt sieht, die aber natürlich eine andere Struktur hat. Es gibt dann einen sehr schnell eskalierenden Konflikt zwischen beiden Gesellschaften. Die Amsterdamer sind extrem beleidigt, dass ihnen die Rotterdamer den Inspekteur des Lotsenwesens in Hoek van Holland abwerben für ihre Gesellschaft, der sich eben mehr für diese südliche Seite zuständig fühlt. Und deswegen unter anderem, vor allen Dingen deswegen aber auch, wenn man sich ein bisschen plagiiert fühlt von den Rotterdamern, spricht man dann eben mehrere Jahrzehnte nicht miteinander. Also einer der Gründe dafür, dass sie auch diese Vereinigung ablehnen. Das bessert sich zwar einige Jahrzehnte später, nachdem die Gründergeneration mal abgetreten ist. Die sind also sehr hartnäckig, auch in ihrem, das ist bis in die 1850er Jahre dieselben Leute. Aber die Vereinigung dieser beiden Gesellschaften hat tatsächlich erst 1991 stattgefunden. Also ja, das sind sehr hartnäckige institutionelle Strukturen. An den Dokumenten beider Gesellschaften fehlt, habe ich schon gesagt, der Bezug auf diese britische Präzedenz. Die Amsterdamer sind sogar beleidigt, dass ihnen das unterstellt wird, dass sie da dem britischen Modell folgen und weisen darauf hin, dass es da allerlei Unterschiede gebe. Der niederländische König überredet dann die Gesellschaften nach 1925 dazu, dass sie doch bitte schön wenigstens dann in Zweiteilung die gesamte nationale Küste abdecken sollen, sodass also die Amsterdamer nach Norden gehen und die Rotterdamer nach Süden, das betrifft zu dieser Zeit eben noch die belgische Küste, das sind noch die Vereinigten Niederlande, die dann 1830 auseinandergehen. Das versprechen sie auch, aber es geschieht dann in der Nachfolge relativ wenig, sodass die friesische Stadt Harlingen in den 1850er Jahren der Rotterdamer Gesellschaft beitritt, in die Amsterdamer irgendwie jahrelang kein Rettungsboot gestellt haben. Die Verhältnisse dieser frühen Vereinsgründung sind also häufig relativ zäh. Und das ist auch in Großbritannien der Fall, wo das Netz der Stationen lange ziemlich unregelmäßig bleibt und auch viele lokale Komitees nach kurzer Zeit wieder eingehen, die Boote nicht ersetzt werden. In den späten 1830er Jahren wird aus Kostengründen die Publikation von Jahresberichten eingestellt und von diesem Zeitpunkt an ist die stolze Royal National Lifeboat Institution tatsächlich irgendwie nur noch ein Gerücht. Die sind kaum noch aktiv, sie haben kaum noch funktionstüchtige Boote und können sich die Anschaffung neuer Boote nicht leisten. Und ihr Stiftungsvermögen wird bis auf einen zweistelligen Pfundbetrag heruntergewirtschaftet bis Ende der 1840er Jahre. Sie sind sehr kurz vor dem Erlöschen stehender Verein, der dann nur durch relative Zufälle überlebt. Im Vergleich dazu ist die Amsterdamer Rettungsgesellschaft außerordentlich beeindruckend. Die sind extrem effizient in ihrer Organisation. Schon im Dezember 1924 sind sie in der Lage, also Rettungsboote an verschiedenen Orten zu stationieren und auch Menschen zu retten. Und danach ist die Rettungstätigkeit äußerst kontinuierlich. Rotterdam wiederum gleicht der RNLI. Man verleiht vor allen Dingen Medaillen für eine bestimmte Zeit, also eigentlich bis in die 1850er, 60er Jahre. Ist das so ein Verein, der irgendwelche Rettungen, opportunistische Rettungen auszeichnet, auch international, die man teilweise einfach nach Zeitungslektüre verleiht, ja, diese Medaillen. Und das tun sie, um überhaupt ihr Geld ausgeben zu können, denn die Gesellschaft wird vor Ort nicht angenommen im Küstenbereich. Die Boote werden bei Inspektionen ständig als vernachlässigt und im Verfall begriffen angetroffen. Und sie werden zwar ausgetauscht und die Stationen auf ihr aus Nachbardorf verlegt und so, aber es funktioniert einfach nicht. Und sie scheinen auch nicht zu begreifen, warum es nicht funktioniert. Also man hat irgendwie ganz unterschiedliche Entwicklungsgänge dieser Gesellschaften in dem gesamten Raum. Und wenn man die Perspektive so ein bisschen weitet von diesen drei Gesellschaften weg, dann sieht man, dass das tatsächlich ein kulturräumliches Phänomen ist, wenn man sowas sagen kann. Also das ist tatsächlich ein Spektrum, das sich überall so darstellt. Ja, also in Großbritannien ist die Gründung der nationalen Gesellschaft eine Angelegenheit, die eigentlich der Gründung zahlreicher lokaler Gesellschaften folgt. Es gibt also mehrere Dutzend Seenotrettungsgesellschaften auf lokaler Ebene vor diesem
Datum 1824, das eben immer gegeben wird als ein zentrales Ding. Und diese Gesellschaften nehmen häufig sehr ähnliche Entwicklungen, wie man das eben auch in den niederländischen, in den niederländischen Fällen beobachten kann. Manche funktionieren irgendwie relativ gut, andere brechen irgendwie wieder ab. Es ist also eigentlich ein Spektrum, in dem sich die Gesellschaften unterschiedlich positionieren. Es ist auch so, dass das erste national gedachte Projekt für Seenotrettungsstationen aus den Niederlanden stammt. Es besteht aber nur in Papierform, das taucht da irgendwo in den Akten auf, es stammt aus dem Jahr 1719. Also es ist tatsächlich eine sehr viel ältere Idee, in gewisser Weise, die sich da manifestiert. Was man allerdings sagen kann, ist, dass die nationale Ausdehnung in den 1820er Jahren letztlich schon entscheidend gewesen ist, weil es die Gesellschaften stabilisiert. Das nationale Motiv ist extrem wichtig dafür, eine institutionelle Stabilisierung zu erreichen, die auf lokaler Ebene wieder und wieder nicht funktioniert. Es ist auch ein Phänomen, das von diesem, von diesem Raum eigentlich irgendwie ausstrahlt, wenn man so will. Also in den 1780er Jahren werden die ersten für den Zweck konstruierten Rettungsboote in Großbritannien hergestellt und die werden tatsächlich auch europaweit vermarktet. Und es gibt tatsächlich in vielen Orten in Europa in dieser Zeit dann eben, werden so Häfen oder so angeschafft und werden für eine Weile unterhalten, aber eben nicht auf Dauer. Also das heißt, es gibt da irgendwie eine kulturelle Praxis, die weiter ausstrahlt von diesem Raum. Man kann außerdem auf Lebensrettung überhaupt als Frage des kulturellen Transfers verweisen. Auffällig in der Geschichte von Lebensrettungsunternehmungen in Europa ist die Fokussierung auf die Rettung Ertrunkener oder Ertrinkender. Ja, das ist eben diese Amsterdamer Lebensrettungsgesellschaft von 1767, die in England 1773 nachgeahmt wurde. Das ist die heutzutage noch relativ berühmte Royal Humane Society da, die da machen zurückgeht. In Hamburg gibt es das schon 1769 und es greift auch nach Nordamerika über. Also diese Lebensrettungsbewegung ist relativ eben so ein Transferphänomen, das sich relativ schnell ausbreitet. Und es gibt da relativ ähnliche institutionelle Aspekte. Also man verteilt irgendwie Lebensrettungsmedaillen, man verteilt auch bescheidene Prämien. Es ist institutionell und technisch eigentlich wesentlich weniger anspruchsreich als die Seenotrettung. Und es ist auch in der Zeit so, dass das als unterschiedliche Aufgaben betrachtet wird, wie dieses Beispiel der Gesellschaft in Boulogne-sur-Mer belegt, wo es eben darum geht, eine Société Humaine zu haben, also eine Lebensrettungsgesellschaft, wie die Humane Society, und zugleich eine Société Humaine et de Naufrage, also und der Schiffbrüche. Ja, also, und das Und ist eben hier wichtig. Man sieht, das sind zwei verschiedene Sachen, obwohl man am Ende dieselben Leute hat, die das betreiben, aber es sind zwei Zwecke. Was auch auffällig ist, ist, dass es in den 1770er Jahren bereits eine gesetzliche Beförderung der Lebensrettung gibt in verschiedenen europäischen Staaten. Also es ist keineswegs so, dass sich das nur auf diesen maritimen Raum beschränkt. Aber auch da gibt es immer die Rettung für Ertrinken. Diese staatliche Förderung, ich komme da auch nochmal zurück, findet man unter anderem in Preußen, in Sachsen, in Österreich und in den 1800ern auch in Frankreich. Dann gibt es verschiedene moral-ökonomische Mischlagen, wie man sagen könnte, die auch an vielen Orten ähnlich liegen. Als Beispiel vielleicht die Frage des Seeversicherungswesens und seiner Beteiligung an der Seenotrettung. Lloyd's of London stiftet schon seit ca. 1805 Rettungsboote an billige Ortschaften. Es gibt in den 1820er Jahren etwa 20 Rettungsboote, die von Lloyd's gestellt werden. Das ist ursprünglich eine Image-Kampagne. Eine Image-Kampagne während der Napoleonischen Kriege, als Lloyd's vorgeworfen wurde, auch die französische Marine versichert zu haben. Dann investiert man eben in die Lebensrettung, um auch zu zeigen, dass es also andere Interessen gibt als nur das Geld, das man aus den Versicherungen schieben kann. Es gibt also auch hier die moralischen Werte, die man da sozusagen ostentativ realisieren kann. Es ist aber auch so, dass es ein ökonomisches Interesse der Versicherung an der Seenotrettung gibt, das zwar nicht daran liegt, dass jetzt irgendwie Seeleute gerettet werden, denn die waren nicht irgendwie versichert.
Aas hilft bei der Überwachung von Unglücken an der Küste, wo das typische Schema des Versicherungsbetrugs daran besteht, also kurz vor der Abwrackung bestehendes Schiff eben stranden zu lassen, um die Prämie zu kassieren. Und das lässt sich sozusagen leichter belegen, wenn Rettungsgesellschaften vor Ort über diese Situation berichten. Es gibt außerdem unter den kulturellen Praktiken, die da irgendwie eine Rolle spielen, gibt es bestimmte gemeinsame Formen des Vereinswesens und seiner Verschriftlichung. Auch darüber werde ich jetzt nicht viel sagen, aber es ist nur so als Hinweis auch in Richtung der Einladenden sozusagen. Es gibt ja eine medientheoretische Seite, die man durchaus bespielen könnte. Es gibt die Art und Weise, wie Buch geführt wird, wie Protokoll geführt wird. Also das Sitzungsprotokoll des Vereins ist tatsächlich eine kulturelle Form, über die man sich Gedanken machen kann, weil es unter anderem sehr viel Kontinuität stiften kann. Da das Protokoll immer über das vorige Protokoll zunächst berichtet. Also das ist so eine Logik der Fortsetzung, wenn man will. Und was es eben auch gibt, ist, dass es auf bestimmte rechtskulturelle Formen verweist, das Vereinswesen. Also die Vereine sind vom Souverän gestiftete Rechtspersonen. Das ist ein in Europa verbreitetes Muster. Die Deutsche Rettungsgesellschaft Schiffbrüchiger ist interessanter. Die sehen, sie ist ein altrechtlicher Verein, also ein Verein, der vor der Einführung des bürgerlichen Gesetzbuchs und sogar vor der Reichsreinigung gegründet worden ist. Nach Akt des Bremer Senats, der dem Verein den Charakter einer Rechtsperson verleiht. Und das ist sozusagen das Gründungsdokument. Und der altrechtliche Verein bedeutet, dass sie bestimmten Zwängen, die Vereine nach dem bürgerlichen Gesetzbuch erfüllen müssen, nicht erfüllen müssen. Also sie müssen nicht ihre Finanzen in derselben Weise offenlegen und solche Dinge. Und sie müssen auch nicht ihre Gemeinnützigkeit nachweisen. Diese Aspekte zum Beispiel sind so interessante, so ja, rechtshistorische Relikte, die darauf verweisen, wie wichtig das ist. Und das ist eben auch eine Rechtsform des Privilegs, die letztlich relativ wichtig ist in diesen Gesellschaften, die da immer auch so eine Art Rechtskultur mit sich bringt. Also die Medaillenverleihung ist sowas ähnliches wie die Privilegierung. Es gibt eben viel Richtung auf den Souverän hin, durch diese hergebrachte Struktur, die auch darin mündet, dass alle diese Gesellschaften königliche Patronage annehmen. Die einzige, die das leider nicht tut, ist interessanterweise die Amsterdamer Seenotrettungsgesellschaft, die offensichtlich zu ihrer Gründungszeit aus hartleibigen Republikanern bestand, ein weiterer Grund, weshalb sie dem niederländischen König nicht gehorchen, 1825. Also kurz zusammengefasst, es geht eigentlich eben um so kumulative Effekte innerhalb von so einem räumlichen Gebiet, die dieses Gebiet auch in gewisser Weise von gemeinen europäischen Umständen absonderlos unter dem verbindet, und innerhalb dieses Spektrums gibt es eben diese unterschiedlichen Entwicklungen, auf die ich schon hingewiesen habe. Vielleicht ein Aspekt zu Amsterdam und Rotterdam noch, den ich noch nicht erwähnt habe. Der Grund für den langjährigen Misserfolg der Rotterdamer Gesellschaft liegt wahrscheinlich in wirtschaftsräumlichen Gegebenheiten, denn an der Deltaküste sind in den meisten Seenotfällen Schleppdienste ausreichend. Und die werden zu dieser Zeit per Ruderboot angeboten, und man kann natürlich jeden Preis nehmen, den man dafür verlangt. Also jeden Preis bekommen, den man dafür verlangt. Und die Rettungsgesellschaft bietet nicht mehr als bescheidene Prämien an. Also, und man kann irgendwie in den Unterlagen sehen, es kommt dann irgendwie, also für so eine Bergung kann man das Zehnfache verlangen, für das, was man für so eine Rettung bekommen würde. Und das ist wahrscheinlich einer der ökonomischen Gründe dafür, dass das da nicht funktioniert. Es hat so eine gewisse Ironie, weil die Tophäufe, ich werde mal versuchen, das ein bisschen abzukürzen. Okay. Gut, also genug zu diesem Aspekt. Genau, jetzt vielleicht nochmal zu dieser Frage des Raums. Ich muss gerade mal kurz ein bisschen nachlesen, was ich jetzt weg war für einen Moment. Entschuldigung. Also vielleicht nochmal so grundsätzlich: der Humanitarismus insofern eben auf Distanz basiert, neigt zur Projektion in räumliche Verhältnisse.
Diese räumlichen Verhältnisse sind aber keineswegs einfach nur physischer Art, sondern sind eben auch symbolischer Art. Diese symbolischen Räume sind irgendwie auch politische Räume, ne? Das muss man irgendwie auch im Blick behalten. Die Sache, die ich eben interessant finde an dieser Binnenmeerperspektive, die eben auch im Titel des Vortrags genannt wird, ist die, dass es für diese Seenotrettungsbewegungen sehr wichtig ist, so eine nationale Raumprojektion in den maritimen Raum zu machen. Und also was dann entsteht, ist dann vielleicht auch ein internationaler Raum, aber es ist entschieden kein imperialer Raum. Also das sind eigentlich Bewegungen, bei denen es offenbar sehr wichtig ist, einen Unterschied dieser Art zu machen. Weder die britische noch die niederländische nationalen Rettungsgesellschaften sind jemals in nennenswerter Weise in ihre imperialen Räume expandiert. Ja, also die Briten versuchen das kaum, die Niederländer haben in der Zwischenkriegszeit mal so ein bisschen Projekte in Indonesien, aber es findet eigentlich relativ wenig statt in dieser Hinsicht. Also es wird eben durch die normative Ordnung ein nationaler Seeraum gestiftet und kein imperialer. Und hier ist wiederum der Vergleich mit dem Abolitionismus interessant, weil das einer der Fälle ist, wo ein imperialer Raum gestiftet wird, der eben auch sehr wichtig ist, einerseits der karibische Raum, wo dann auch durch diese Interventionstätigkeit der britischen Marine im sogenannten Kampf gegen den Sklavenhandel in den 1810er bis 40er Jahren sehr viel Gewicht auf diesen Raum gelegt wird. Andererseits aber auch der ozeanische Raum, der atlantische Raum eben von der Westküste Afrikas hinüber. Also die Middle Passage. Und für den Ambitionismus scheint diese doppelte Raumbestimmung irgendwie wichtig zu sein. Man hat einerseits diesen Binnenmeerraum, und wenn es da in der Karibik geht, und andererseits den ozeanischen Raum. Das ist ein interessanter Fall, wo die imperiale Raumordnung, die sowieso besteht, irgendwie mit moralischen Bedeutungen aufgeladen wird, aber auch nur für eine Weile. Das liegt an der spezifischen Natur der britischen abolitionistischen Bewegung, die eigentlich erlischt, nachdem ihr Ziel erreicht ist, also ihr Ziel eben definiert hat als Gesetzgebung über die Sklaverei. Es gibt dann eben keine großen Bemühungen der Nachsorge für die Bedingungen der Sklaverei oder dergleichen. Das ist also etwas, was auch darauf hindeutet, wie eben die rechtliche Struktur von Raum sich hier abbildet. Genau, also diese Unterscheidung von nationalem Raum als humanitären Raum einerseits und imperialen Raum als zeitweise humanitären Raum, der aber diese Bedeutung nicht erhält, also nicht beibehält. Das scheint mir irgendwie sehr wichtig zu sein in dieser Perspektive. Jetzt werde ich tatsächlich aber trotz der fortgeschrittenen Zeit, und ich bitte da also um Verzeihung, dass ich Geduld zur Strapazie und noch ein paar Dinge über diese Verrechtigung der Lebensrettung sagen, weil mir das irgendwie wichtig zu sein scheint in diesem Zusammenhang. Ich zeige jetzt hier noch eine Folie mit drei Literaturangaben und einigen Angaben zur Entstehung des Seevölkerrechts im 20. Jahrhundert. Das Argument von Benton finde ich in dieser Hinsicht wichtig und interessant, weil es irgendwie darum geht, wie das internationale Seerecht eigentlich aus der kolonialen Situation entsteht. Das ist heute diese Absprache, Korridore und Zugänge und Einflusszonen. Und irgendwie ein sehr, sehr flickwerkhaftes Gebilde, das da eben an Regelungen entsteht. Es gibt bei Maria Fusaro dann eine Art Gegenargument. Sie verweist auf die rechtshistorische Gestaltungskraft der rein europäischen Verhältnisse in den Handelsbeziehungen, insbesondere auf das Prinzip der Havarie grosse oder General Average im Englischen oder aber auch große Haverei im Deutschen. Das ist ein Rechtsinstrument, das die gemeinsame Haftung von Ladungseigentümern eines Schiffs bestimmt, wo aus Sicherheitsgründen Fracht über Bord geworfen wird. Und das müssen dann alle dafür haften. Dafür werden Arbitrage-Mechanismen eingeführt, die relativ komplexe transnationale rechtliche Institutionen
mit sich führen, und zwar eben schon Spätmittelalter, frühe Neuzeit. Das ist eben ein recht altes Instrument, das vor allen Dingen im Mittelmeerraum entsteht, aber eben auch für die anderen europäischen Binnenmeerräume wichtig ist. Und hier hätte also das internationale Seerecht schon zwei genealogische Stränge. Das Bild ändert sich dann aber nochmal, wenn man auch die Frage der rechtlichen Gestaltung von Lebensrettung mit einbezieht. Das ist zunächst mal ein Problem der Haftungsverhältnisse zwischen Retter und Geretteten. Und dafür gibt es zunächst mal ein Instrument des römischen Rechts, das verschiedentlich auch angewandt wird. Das ist das Instrument der sogenannten Geschäftsführung ohne Auftrag. Das dazu dient, die Haftungsverhältnisse zu ordnen, wenn jemand sich einer Sache annimmt, ohne dass, also der Sache eines anderen annimmt, ohne dafür einen Auftrag erhalten zu haben. Und das bedingt dann Anschlussfragen auch nach der Pflicht zur Rettung, einer Pflicht zur Hilfeleistung. Das deutsche Recht ist tatsächlich so gebaut, deswegen wird uns das wahrscheinlich einigermaßen vertraut sein, unterlassene Hilfeleistung und so weiter, das sind strafbar, nicht wahr? Im britischen Recht gibt es diese rechtliche Bestimmung in dieser Form nicht. Es gibt keine Rettungspflicht da. Also das ist, es gibt da relativ unterschiedliche Rechtsentwicklungen, schon allein innerhalb des Rechtsraums des Jus Commune, also des sozusagen adaptierten römischen Rechts. Dann ist es so, dass die monetäre Prämierung von Lebensrettung in Rechtstexten des späten 18. Jahrhunderts, darunter eben Preußen, einem anderen Prinzip folgt, und zwar interessanterweise dem seerechtlichen Prinzip der Averie Gross, und zwar so: Dem Retter entstehen durch die Rettung potenziell Lasten, aber er hat zum allgemeinen Nutzen gehandelt. Das heißt, die Allgemeinheit muss ihm entstehen. Also die Allgemeinheit wird hier, die Allgemeinheit von Staat und Gesellschaft ist hier eine Haftungsgemeinschaft, und sozusagen auf diese Weise in erzwungener Solidarität miteinander befunden. Und das ist eine, finde ich, ganz interessante Drehung. Also das ist das, was in dem Buch von dem Sören Koch aufgearbeitet wird. Deswegen steht es auf der Liste. Eine ganz interessante Drehung, finde ich, für auch dieses Problem der Biopolitik als Bevölkerungspolitik. Also es wird hier in dieser Zeit eben Lebensrettung als Frage des Interesses des Staats an der Population ganz offensichtlich etabliert. Aber es wird zugleich eben ein Prinzip des rechtlichen Zwangs zur Solidarisierung damit verbunden, dass man so jetzt aus dem Foucault etwa nicht unbedingt ableiten kann. Genau. Und im gesamten 19. Jahrhundert wiederum gibt es dann noch eine weitere Traditionslinie, die irgendwie wichtig ist. Das ist die naturrechtliche Linie, wo in der seerechtlichen Literatur des 19. Jahrhunderts generell gesagt wird, die Rettungsschiffbrüche ist eine Frage des Naturrechts, darüber kann das positive Recht keine Auskunft geben, es muss es nicht regeln und kann es nicht regeln. Und diese Tradition wiederum ist interessant für mein Projekt in gewisser Weise, weil es bedingt, dass die humanitäre Lebensrettung tatsächlich das dominierende Prinzip bleibt bis ins 20. Jahrhundert. Es wird erst in dieser Brüsseler Konvention von 1910 eine Rettungspflicht für Schiffsführer festgelegt, und zwar erstmals in den internationalen Rechtsbedingungen. Und seitdem besteht diese Vorstellung, dass eben die Schiffsführung zu retten hat, und sofern keine eigene Gefahr besteht. Und zwar ausdrücklich auch im Kriegsfall die Rettung feindlicher Schiffsbrüchiger. Diese Qualifikation ist interessant, nicht nur, weil sie diesen Naturrechtsanspruch in einen Rechtstext übersetzt und also im Seerecht ein quasi Menschenrecht auf Rettung schafft, also ein ganz eigenartiger rechtsgeschichtlicher Fall, wenn man so möchte. Das ist auch interessant, weil derselbe Paragraph auch das Verhältnis von Rettung und Bergung regelt. Denn es wird bestimmt, dass derjenige, der Leben rettet, keinen Anspruch auf Entschädigung hat, aber Anspruch auf Beteiligung an Bergung, falls andere das Schiff retten. Also das ist ein klarer Fall, wo der Rechtsdiskurs diese Trennung übernimmt. Und das Interessante scheint mir, dass diese Trennung wiederum aus dem humanitären Diskurs stammt. Die stammt nicht aus dem Naturrechtsdiskurs, wo sie nicht steht, sondern sie stammt aus der humanitären Praxis der Rettungsgesellschaften, die das so etabliert hatten. Genau. Diese Verrechtlichung signalisiert, dass das Recht in gewisser Weise beständig daran arbeitet, sich an Gegebenheiten anzupassen, die außerhalb seiner
entstehen, also eben die koloniale Machtpolitik, die ökonomischen Praktiken, das Naturrecht in gewisser Weise als philosophischer Diskurs und aber eben auch einfach die moralische Sprache des Humanitarismus. Die Anpassungsleistungen, die das Recht unternimmt und die es hervorruft, sind keineswegs harmlos. Es verändert auch Dinge in der humanitären Praxis. Und das wäre jetzt der Punkt, wo ich auf die Gegenwart noch käme. Und ja, vielleicht nur drei Worte dazu. Und dann, also ich finde es eben auffällig, dass in der uns allen bekannten Situation, in der mediterranen, insbesondere Seenotrettung, sich diese drei größeren Rechtsgenealogien, wenn man so möchte, abbilden. Es gibt einerseits die naturrechtlich, menschenrechtlich und humanitär begründete Rettungspflicht, die im Diskurs einerseits irgendwie stark vorhanden ist und auch in der Praxis. Es gibt zweitens eine komplexe rechtliche Raumordnung, die eigentlich den Prinzipien entspricht, wie koloniale maritime Räume geordnet worden sind in der Vergangenheit. Also man bestimmt Zuständigkeiten und es gibt dann auch viele Definitionen davon, was jetzt die Lücken zwischen den Zuständigkeiten sind. Und man sieht eben diese Praxis der Pushbacks und Pushforwards, wenn man so möchte, wo man halt irgendwie versucht, die territoriale Zuordnung von Gewässern irgendwie auszunutzen, um nicht retten zu müssen. Und es gibt drittens auch noch Konzepte der Haftungsgemeinschaft, die man in Europa heutzutage vor allen Dingen in den gemeinsamen europäischen Mechanismen antrifft, wo es irgendwie darum geht, Lasten zu verteilen, Haftung zu verteilen, wenn man so möchte, und auch die Versorgung irgendwie zu verteilen. Und ich glaube, dass man relativ weit kommt, wenn man sich sozusagen diese Genealogie der rechtlichen Verhältnisse vor Augen hält und auch der moralischen Verhältnisse, was man eben auch beobachten kann, ist hier als letztes Bild nochmal das, ist die Entstehung neuer humanitärer Bewegungen, insbesondere im Mittelmeerraum, zur Rettung Schiffbrüchiger. Aber so eben interessant ist, dass das Einzelanliegen der Seenotrettung hier zerbrochen ist. Das heißt, es gibt sozusagen in Anführungszeichen historisch normale Seenotrettung, die im Mittelmeer auch stattfindet, und es gibt diese neue Seenotrettung, die sich nur auf die Rettung von Geflüchteten und Migranten bezieht. Ja, und das sind, glaube ich, so ein bisschen Perspektiven, die sich aus dieser historischen Betrachtung ja auch ergeben können und die bestimmte Dinge zu erklären helfen. Das spricht man hier ab und bedanke mich herzlich.